Hallo, herzlich willkommen zum Video. Wir brauchen unbedingt einen Adventkranz. Also ich, ihr, ich denke, es wird an der Zeit, dass wir Adventkränze herzahlen. Und das ist jetzt eigentlich ein ganz toller, weil die Kerzen schon mal erhöht haben und man unten richtig füllen kann. Und ich möchte den jetzt einmal richtig rustikal machen und einfach so Holzteile mit euren Zapfen. Unser Material, das wir so gern haben. Aber ich finde es eigentlich dann ganz schön, wenn man nur mal ein bisschen Glitzer und ein bisschen so das trotz alledem die Natur noch mehr mit einbringt. Und dann habe ich zwei verschiedene Kerzen noch mitgebracht, wo ihr dann sagen könnt, was euch ein bisschen gefällt, wie es ihr das gestalten wird oder es vielleicht ein bisschen bei euch passen wird. Also, ich habe einen Korkenzieher eingebaut. Den habe ich jetzt schon mal ein bisschen befestigt an drei so Kerzenhalter. Und dann mache ich das eigentlich ganz einfach und klebt diese Holzteile einfach bloß einmal so rein. Es ist eigentlich fast wie so eine kleine Feuerstelle. Man kann jetzt da vielleicht sogar noch mal eine Lichterkette unten reinbauen, dass das wie so ein Flackern hat. Hätte mir vielleicht auch dann ganz gut gefallen. Vielleicht noch mal so auf eine große Holzscheibe dekoriert. Kann man es auch vorstellen. Und ja, ein Stück ist dazwischen. Einfach nur da so mit. Dazwischen gesteckt. Eigentlich hätte ich jetzt da zuvor schon mal eine Holzscheibe gebracht. Aber es geht jetzt so auch. Ihr könnt es euch sehr vorstellen. Wir haben auch so ein ganz tolles silbernes Tablett, das ich jetzt auch ganz gern hernehme, weil sie das auch so toll dekorieren lässt. Mit den Zapfen einfach ein bisschen so die Natur mit reinbringen. Kann man halt jetzt wirklich so kleben, dass das eine mit dem anderen verbunden ist und dadurch kriegt es dann auch Stabilität. Dann auch mal einen anderen Zapfen mit rein. Da kann man sich jetzt dann wirklich eben so diese Stellen dann nochmal raussuchen. Vielleicht kann man dann auch nochmal ein bisschen Moos drauf da. Wäre jetzt auch vielleicht noch ganz schön. Und dann kommt jetzt da dieses Material. Ich weiß, es werden jetzt welche dabei sein, die sagen, oh nein, das nicht. Gerne nicht. Und man kann natürlich jetzt auch einen echten Ast mit reinarbeiten. Ist jetzt mit Sicherheit auch ganz schön. Es soll ja für euch einfach ja, Inspiration sein und wo ihr dann sagt, ach, jetzt weiß ich genau, was ich für einen Adventkranz mehr hat. Und das ist das, was ich eigentlich euch vermitteln möchte. Ja, ich würde sagen, eine ganz schnelle Deko. Ist das jetzt ein Opel oder ist noch was mit dabei? Ist nicht dazu gehört. Und dann haben wir die Kerzen. Also entweder die grünen. Ich mache es jetzt als erstes einmal mit den grünen. Damit ihr euch das vorstellen könnt. Und ich hole aber jetzt noch ein Tablett, wo wir das drauf tun. Oder ein Fell. Ich muss jetzt einmal schauen, noch im Laden. Und dann kann man sich das besser vorstellen.
Das war jetzt der Kranz mit den grünen Kerzen. Und jetzt mache ich euch die anderen da drauf. Dann ist das mehr Ton in Ton. Und hat aber auch wirklich was. Der spiegelt jetzt das Gold wieder von dem Material. Ja, nimmer lang und die erste Kerze brennt. Und ja, vielleicht ist das jetzt euer Kranz oder ist es meiner. Schauen wir mal. Also, finde ich jetzt ganz schön. Einmal ganz was anderes habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, dass das ja für mich, was würde ich sagen? Ich glaube, dass mir die grüne Kerze ein bisschen gefallen. Ich bin ja der Grüntyp. Und tja, sagt ihr mir, welche Farbe euch ein bisschen gefallen hat oder ob ihr euch ganz was anderes vorstellen könnt. Und Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann macht es mir richtige Freude. Und nur größere Freude gibt es zu mir in Lohn. Und schaut euch unsere Sachen an. Wir sind so glücklich mit unseren. Ja, mit unserer Deko und freuen uns jeden Tag, wenn wir die Lunde aufsperren dürfen und so tolle Kundschaften kennen. Also, pfiat euch und bis nächste Woche. Tschüss!